4 Uhr morgens an der Tunguska und wir ballern auf Eschen, Bachforellen und auf alles andere, was hier gerade reingeht. Also, mitgenommen, ausgeworfen die Rute und wir machen hier schön ein nach dem anderen. Locker durchgesponnen hier, locker durchgezogen mit dem Spinner oder auch gleich, das werde ich auch gleich noch testen, natürlich mit den Topwater. Schön in dunklen Farben, die laufen anscheinend gerade ganz gut, ob das jetzt schwarz ist, dunkelbraun ist oder sowas in dieser Art, das soll gerade gut funktionieren. Und das teste ich jetzt natürlich hier am Seitenarm hier an der Tunguska. Da war vor ein paar Tagen schon im Stream, gab es da auch schon Meldung zu. Und hört man halt immer mal wieder, Alden, da läuft es aber gerade wieder wild an der Tunguska. Und das ist ja auch eine der wichtigsten Stellen, wenn man im Level 30 Bereich unterwegs ist und noch ein bisschen Kohle machen will, dann ist das hier ideal, weil man eben auch relativ einfaches Equipment verwenden kann. So wie jetzt hier gerade das Belaya Setup, was man ja schon ab Level 12 nutzen kann. Und hier in dem Fall jetzt... Ja, natürlich ein bisschen aufgepimpt schon. Also ich habe hier einfach mal eine etwas dickere Schnur noch drauf gemacht, denn wir sind hier gleich wahrscheinlich auch mal hart am Limit unterwegs. Ganz wichtig, wenn man auch sowas wie Topwater verwenden möchte und man greift nicht auf dieses Setup hier zurück, sondern hat da seine eigenen Ideen gehabt und probiert das aus, dann allerdings darauf achten, dass natürlich nicht nur das Wurfgewicht interessant ist, also ab 3 Gramm Wurfgewicht ist das schon top. Nein, auch die Power ist super wichtig. Unter 5 ist es schwierig oder eigentlich nicht mehr möglich, hier mit einem Topwater-Köder das Gieren, also diese Führung hinzukriegen. Und die Route hier hat, wie gesagt, eine Power von 6. Das heißt, wir kriegen hiermit dann das Gieren auch noch ganz gut hin. So, jetzt muss man hier natürlich ein bisschen anpassen. Also ich bin jetzt gerade auch erst hin. Es ist noch relativ dunkel hier. Die ersten beiden kleinen Fischis sind reingegangen. Das Schöne ist, bei der Bachforelle, die kann man hier auch in der Nacht ja angeln. Das bedeutet, wir können hier schön durchziehen und hier dann einfach immer versuchen, ja, ich sag mal, tagsüber eher so auf Eschen zu gehen oder auf Lennock und sowas. Oder vielleicht sogar auf den Buckellachs. Und dann geht es in der Nacht auch nebenbei eben noch weiter auf die Bachforelle. Also die ziehen wir dann einfach weiter durch. Eine andere Möglichkeit ist ja auch schon seit einigen Monaten bekannt, die auch immer wieder ganz gut funktioniert. Und zwar ist das die Möglichkeit, hier mit dem Boot hier lang zu treiben. Und zwar ist das dann quasi hier, ja, man treibt eigentlich hier auf dieser Linie, wo die 2 drauf ist, ziemlich genau hier lang. Hier ist die unsichtbare Mauer sozusagen. Hier kann man ja mit dem Boot nicht reinfahren. Und man treibt eigentlich ziemlich genau hier mit dem Boot Trollinggang hin, dann mit der Strömung wieder vielleicht zurück. Dann fährt man wieder hoch mit dem Trollinggang und kann dann eben da mit 2 Routen, mit 3 Routen gleichzeitig hier auch lang trollen. Also diese gesamte Area, absoluter Hotspot für diese Fische. Also für Eschen, für Bachforellen, für Lennock und so weiter und so weiter. Es gibt auch andere Videos schon auf dem Kanal hier. Einfach mal nachschauen, wenn du da noch Fragen zu hast, was man eben noch für Köder verwenden kann oder ähnliches. Also hier geht einiges. Arktische Maräne, ja, geht auch, ist aber nicht so häufig. Also dass die hier drauf gehen, ist schon äußerst selten. Da kommen wir nochmal zu dem wichtigsten Köder hier. Schön groß mit den dicken, fetten 6er Haken sogar drauf. Der Oryx Popper 04, einer der wichtigsten Köder hier an dem Gewässer. Und wenn man das gerade so sieht, die gesamten Rekorde auch wieder dominierend. Dieser Köder funktioniert einfach immer wieder. So, jetzt gieren wir hier mal so ein bisschen durch und versuchen hier auch nochmal auf Bachforelle, beziehungsweise ich werde gleich auch nochmal weiter unten an der Mündung rumprobieren, dass wir dann hier vielleicht auch noch ein bisschen was rausziehen. Ganz wichtig natürlich auch hier gucken, dass man weit genug rauskommt. Also je nachdem, was man hier für ein Setup hat, für eine Route hat. Klar, mit Ultralight kommt man wahrscheinlich, kann man noch ein bisschen weiter auswerfen. Ist natürlich auch nochmal lohnenswert, aber
auch, wie gesagt, hier mit dem günstigen Belaya-Setup, was nicht mal 1000 Silber kostet. Damit geht das hier auch schon steil. Und damit kann man auch hier richtig gut Silber machen. Ich nutze das eigentlich fast nur noch und ich verwende kaum noch mein Ultralight-Setup, weil mir das einfach vom Verschleiß her zu teuer ist. Und so wichtig ist mir das nicht, dass ich irgendwo dann in den Ultralight-Rekorden drinne stehe. Ich nutze das halt nur manchmal, wenn ich mit einem speziellen Köder vielleicht nicht gut genug auswerfen kann, dass ich dann die Wurfeigenschaften des Ultralight-Setups dann quasi nutzen kann. Also, jetzt gucken wir mal hier. Hier sind auch so die Stromschnellen. Und hier am Ende der Stromschnellen, zack, dann werfen wir hier nochmal aus und ziehen dann hier unten einfach nochmal lang. Zack, und da haben wir schon den Biss. So soll das sein. Auswerfen, Biss. Das ist natürlich am besten. Und da macht man dann natürlich auch ganz gut die Kohlen mit. So, na, erstmal noch ein paar kleine. Aber das testet man dann halt einfach, ne? Also auch von den Stärken zum Beispiel ausprobieren. Ist es vielleicht besser, wenn man hier nur mit 6, 7 Kilo unterwegs ist. Wobei das natürlich auch schon ein bisschen gefährlich sein kann. Gerade einen Lennox mit 3, 4 Kilo geht halt auch richtig steil. Zack, da haben wir doch was dran. Oder es können hier natürlich auch Timing reinschlagen. Also hier muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu fein reingeht. Vielleicht lieber mal den ein oder anderen Fisch vielleicht eher gehen lassen oder verscheuchen, als hier einen viel zu großen Lennox dabei zu haben, den man dann vielleicht gar nicht mehr rauskriegt. So, aber das ist auch schon wieder gut. Das sind genau die Kandidaten, die wir auch haben wollen, denn auch die Lennox, die bringen halt richtig, richtig gut Kohle. Also da kann man sich die Taschen auch richtig gut voll mitmachen. Und gerade natürlich in diesem Levelbereich, wenn man hier Level 30 erreicht hat und dann vielleicht als nächstes das Ziel hat, ans Nordmeer zu gehen, dann macht es natürlich umso mehr Sinn, dass man hier nochmal schön Kohle macht. Einfach hier an der Tunguska mit wenig Kosten, also mit so einem leichten, günstigen Setup probieren. Zack, und dann haben wir den Nächsten. Und wieder abgehauen. Ach, schade. Und dann natürlich hier und der Nächste. Oha, da scheint aber ein bisschen was zu gehen da vorne. Ich werfe direkt nochmal da so hin. Ist da vielleicht ein Spot oder so? Da gieren wir einfach nochmal lang dran vorbei. Scheint das da vorne irgendwie zu beißen. Das wäre natürlich auch interessant, wenn wir hier so ganz ufernah irgendwo die Kandidaten kriegen. Und schon wieder ein Biss. Aber nicht ganz so groß, ne? Ich meine, der eine war gerade ein bisschen größer, aber in Gänze, glaube ich, nicht ganz so groß. Ja, aber das ist eben, sind eben so Kleinigkeiten. Auf sowas natürlich achten. Es gibt halt hier immer wieder Bereiche, also man sieht halt immer wieder so Spots und Stellen. Das heißt, man sieht sie natürlich nicht, aber die gibt es halt so im Wasser. Und wenn man da dann genau durchzieht oder so einen Spot genau trifft, dann passiert es eben ziemlich schnell, dass dann die Einschläge auch kommen und dass man da eben, ja, die Eschen oder die Lennox oder die Barfuß dann eben dadurch dann triggert mit solchen Ködern. Deswegen muss man hier immer verschiedene Richtungen ausprobieren und es sich immer auch gut merken, wo man hingeworfen hat. Am besten irgendwo am Horizont immer einen Punkt merken, wo man gerade hinwirft, eine Auswurfweite merken, wie weit man geworfen hat, damit man dann die gleiche Stelle auch direkt nochmal anwerfen kann, wenn denn da etwas gut funktioniert hat. So, ja, das ist hier eigentlich schon wieder das. Ich ziehe jetzt hier weiter durch. Durchschnittlicher Gewinn, ich sag mal, wenn es schlecht läuft, liegt man, glaube ich, so bei 300 Silber. Wenn es sehr gut läuft, auch gerne mal beim Doppelten. Also das sollte auch durchaus drin sein hier. Dafür braucht man dann allerdings auch schon mehrere Lennox oder auch ein paar Buckellachse mit drin. Dann ballert das von der Kohle halt richtig gut rein. Ich mache jetzt hier noch weiter. Ich freue mich schon drauf auf einen schönen Drill auf dem leichten Setup hier. Wie gesagt, im Moment alles soweit okay. Es können jetzt noch ein paar mehr maßige reingehen. Aber es ist ja noch früh und wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Und ich werde auch noch verschiedene Köder testen. Also, Petri ihr Lümmels, zieht raus die Brocken, gönnt euch hier ein bisschen Silber, spart euch das Silber dann zusammen fürs Angeln am Nordmeer und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags immer um 19 Uhr. Petri